Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wie das funktioniert mit der Traditionsausrüstung bei den Blutelfen. Und zwar brauchen wir dafür einmal einen Char, der auf der maximalen Stufe im Moment ist, also 120. Der sollte am besten Blutelf sein, sonst geht es dementsprechend nicht. Und ihr braucht einen ehrfürchtigen Ruf bei Silbermond, das ist quasi die Blutelfenfraktion. Wenn ihr normal hochquestet, habt ihr den, solltet ihr den nicht haben, holt ihr euch am besten hier diesen Wappenrock. Und wenn ihr diesen Wappenrock habt, dann bekommt ihr in Dungeons für die Mobs, sowohl für die Bosse, da bekommt ihr ein bisschen mehr, als auch für die ja, kleinen Trash-Mobs Ruf. Und die beste Instanz, die ich euch ja schon bei der Hunter-Geschichte gezeigt hatte, ist hier Botanicum. Und zwar befindet sich die in der Scherbenwelt, hier oben im Nethersturm. Und dann haben wir hier vier Instanzen. Mittlere ist die Raid-Instanz. Hier haben wir Mechana, Akantras und das hier ist Botanicum. Die äußere und die läuft ihr einfach durch und da kriegt ihr relativ viel Ruf, zwischen 3.000 und 4.000 Ruf. Die Instanz, je nach Char, dauert die so 3, 4, 5 Minuten, ne? Also wenn man echt schnell ist, ist man 3 Minuten durch. Heißt, bis man ehrfürchtig auch von null gebastelt hat, dauert es unter einer Stunde. Also man kann da echt gut durchprügeln und hat den Ruf dann ziemlich schnell oben. Man muss das nicht durch Questen oder irgendwas anderes machen. Und mit Max-Level-Char ist man da echt richtig fix durch. Was ich empfehlen kann, das Bärentatar mitzunehmen. Fassen wir zusammen. Blut 1120 und den Ruf auf Max, dann passt es. Den Wappenrock kriegt ihr vom jeweiligen Händler eurer Fraktion. Bei den Blutelfen ist es der in Silbermond und zwar steht der einmal hier vor der Hauptstadt und zwar irgendwo da in der Nähe von dem Flugpunkt. Da steht ein Händler und der verkauft euch den Wappenrock. So, jetzt beginnen wir. Dann kriegen wir nämlich hier in Ogrimmar bei dem Rufhaus, nenne ich es jetzt einfach mal, da gehen die ganzen verbündeten Völkerrufsquests auch los. Da haben wir quasi diese, der Stolz der Sindorei-Quest und die nehmen wir jetzt mal an. Und die werden wir jetzt einmal durchspielen. Wer nicht gespoilert werden will, Was schaltet ist ab euer dem Begehr? Zeitpunkt ab. Ich habe den Sound auch ein bisschen lauter gemacht, dass man das auch hören kann. So, jetzt müsst ihr die Quest hier irgendwo haben. Und eigentlich hatte ich da gedacht, ich krieg Traditionsausrüstung. Hier unten seht ihr es auch schon. Ne, ich krieg kein Portal. Aber die Belohnung ist quasi die Traditionsausrüstung der Sindorei. Wenn ich das abgebe, kriege ich sie nicht gleich, sondern das zeigt hier bloß an, am Ende der Questreihe kriege ich es. Das war bei den Zwergen schon genauso. So, jetzt müssen wir einmal kurz nach Suruma rüber. Ich könnte jetzt meinen Ruhestein benutzen. Ich mache das ausdrücklich nicht. Aus dem Grund, weil ich auch bei der Zwergen-Questreihe schon gefühlte 500 Mal den Ruhestein benutzen musste, um irgendwo hinzukommen. Und das doch ein bisschen besser Grüße. ist, wenn man, Siehe den Ehrenfreund. wenn man sich die Ruhesteine bei solchen Sachen aufhebt. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier nicht auch wieder um die ganze Welt reisen muss. So, ich benutze nämlich jetzt hier ein kleines Portsystem. Einmal hier nach ja, Undercity. Und hier gibt es nämlich hinten, das wissen viele auch mittlerweile schon gar nicht mehr, eine kleine Kugel, die uns nach Suruma bringt. Dann bin ich nämlich auch relativ zügig dort. Und zwar haben wir da dieses Kügelchen. Sitzt auf einem. Okay, das kann man auf dem Reittier nicht benutzen. Okay, dann halt nicht. Einmal auf nach Suruma. Und ja, also bei den Zwergen hat die Questreihe, ich würde sagen, so eine, ja, Dreiviertelstunde war es, glaube ich. Tutti kompletti, viel rumreisen, wie gesagt, Der was man gebraucht hat. Wiederaufbau schreitet voran. Ich werde euch auf eurer Reise durch die Geisterlande begleiten. Trefft mich in Tristessa. Okay, also der Anführer quasi von den Blutelfen begleitet uns auf unserer Reise. Und Tristessa ist, glaube ich, die Stadt im zweiten Gebiet, wenn ich mich da noch recht entsinne. Ja, hier, Tristessa. Da gab es nämlich, ich meine, bei der Horde gab es da eine Ruffraktion mehr als bei der Allianz, weil die Horde komischerweise, ja, eine extra Ruffraktion hatte. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo der Flugpunkt hier ist, aber anscheinend ist der vor der Instanz, vor. Ja, vor der Hauptstadt. Also müssen wir da einmal nach draußen, um dann fliegen zu können. Oh shit, wahrscheinlich. Ah nein, wahrscheinlich habe ich mit dem den Flugpunkt in Tristessa nicht, weil das ist ja ein DH. Warte mal, jetzt gibt es vielleicht einen kleinen Trick, den wir anwenden können. Erbstücke. Und da müsste. Oder nee, bei Spielzeuge müsste das drin sein. Und zwar gibt es ein Buch, wo man hier die Flugpunkte hat. Aber Östliche Königreiche heißt es, glaube ich, nicht. König, ne. Wenn einer aus dem Stream gerade weiß, wie das Ding bei der Horde heißt, dann schreibt mir das gerne, sonst muss ich da leider wahrscheinlich. Ah nein, man hat die Flugpunkte an sich schon als DH. Coole Sache. Wir brauchen das Ding gar nicht. Es gibt aber bei dem
Heirloom-Item-Händler kann man auch Bücher kaufen, sowohl zwei bei der Horde als auch zwei bei der Allianz und kann sich dadurch Flugpunkte freischalten. Das Blöde, ich weiß immer nie, wie der Mist heißt, ne? Und, hier. Feldzug Azeroth heißt das. Hier. Feldzug Azeroth sind die östlichen Königreiche. Und das andere war irgendwas mit Kalendor. Hier, siehst du das? Das heißt hier was mit Kalendor. Dann findet man was. Bei dem anderen muss ich einfach Azeroth eingeben. Was ja wiederum unlogisch ist, weil das hier sind ja die östlichen Königreiche und Azeroth ist ja der komplette Planet. Ne? Also warum heißt eins wie ein Kontinent und das andere wie der ganze Planet? Aber sei es drum. Ja? Jetzt weiß ich zumindest, wie das hier von den östlichen Königreichen das Ding heißt. Ich habe ja die vom Zwerg schon gespielt, ne? Die Traditionsausrüstung. Und die sieht auch ganz cool aus. Ich muss aber ehrlich sagen, die von den Blutelfen finde ich nicer. Also die sieht richtig gut aus. Da siehst du nämlich, hast du eine HD-Variante von den Wachen in Suruma. Und das ist halt schon dicke. Es ist mir eine Ehre, als Lord Regent zu dienen. Müssen wir jetzt hin? Einmal dahinter. Und hier haben wir noch eine Quest offen. Ist das eine Low-Quest? Das scheint eine Low-Quest zu sein, ne? Die Verlassenen, aber die brauche ich nicht. Und ich habe Gildenruf bekommen. Achso, der Typ reitet hier mit, ne? Warte mal, warum ist denn Lothimar 120 und hat gerade mal 400k Life, ne? Da hat ja mein Bärentank fast genauso viel. Das ist der Anführer von der Hordenfraktion. Naja. Naja. Gut, wahrscheinlich hat er hier ein bisschen weniger, dass man den nicht missbraucht, um hier irgendwelche PvP-Ziele umzuhauen, wenn denn hier irgendein Angriff wäre. Was reicht die Orga? Ja, genau. So, wir müssen hier ganz nach hinten und eine Flamme an der Mauer entzünden. Was ich mich frage, ob es hier diese verschiedenen Tore gab, ne? Wenn ihr die Warcraft 3-Kampagne hier kennt, wo Arthas quasi die verschiedenen Tore durchrennt und eins muss ja hier vorne sein. Aber sonst kenne ich eigentlich hier keine Tore mehr, ne? Wenn ich jetzt so recht überlege, klar, vor Suruma direkt. Obwohl, man könnte natürlich sagen, darüber, ne? Zum Brunnen wäre vielleicht nur eins. Aber ich meine, es waren drei Tore, die man damals spielen musste. Und da muss ich sagen, freue ich mich schon wieder echt drauf, sobald Warcraft 3 Reforged rauskommt. Und ich mir die Kampagnen mal nochmal angucken kann. Da habe ich nämlich auch schon vor, das Ganze nochmal durchzuspielen und dann auch vielleicht in einem Let's Play oder irgendwie in einem Rahmen zu machen. Aber das wollen wir mal gucken. Ich habe es mir ja auch schon vorbestellt, ne? Das war der Anfang vom Ende. Oh. Meine Kompanie patrouillierte die Wälder nahe Sul Aman, als wir von der Invasion der Geißel hörten. Wir waren auf das, was uns erwartete, überhaupt nicht vorbereitet. In Kel'Thalas herrschte seit Jahren nur idyllischer Frieden und plötzlich standen wir dem Tod selbst gegenüber. In jener Schlacht verlor ich mein Auge und beinahe auch mein Leben, wäre Haldurun nicht gewesen. Das Leid, das unserem Volk an diesem Tag widerfuhr, ist unbeschreiblich. Dass überhaupt jemand überlebte, ist ein Wunder. Eines, das wir nicht verschwenden dürfen. Die ewige Sonne leitet uns weiterhin. Ich habe Suche mal mit Silbermond verwechselt? Nee, man. Ja, ich meinte ja Silbermond, nicht Suruma. Also ich red die ganze Zeit von Silbermond, nicht von Suruma, sorry. Ich habe euch jetzt den Sound ein bisschen Silbermond gemacht, wird wieder dass ihr erblühen. Die Story-Elemente hört. Okay, wo müssen wir als nächstes hin? So, jetzt muss man einmal hier nach unten. Und das Schlachtfeld erleuchten. Das ist ja diese Schneise, die Legion da quasi einmal durchgebastelt hat. Schauen wir mal. Das überleben wir schon, ne? Und theoretisch können wir noch gleiten als DH. Das geht ganz gut. Also die Wälder sehen auch relativ cool aus, aber ich finde hier drüben, ne, Immersangwald, das ist, glaube ich, der. Also damals, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe in BC, da war der natürlich optisch schon ein Hingucker. Definitiv. Definitiv. Jetzt haben wir einen. Ach so, die Mobs skalieren hier auch bis auf Level 60, ne? Aber die große Schlacht sehen wir da Arthas auch irgendwo. Achso, müssen wir die jetzt killen, oder was? Ich bin aus der Reichweite. Ja, dann einmal rein da.
LDH ist jetzt hier nicht so krass equipped, aber solange ihr so 3, 5 ich muss näher ran. Seid, müsste das eigentlich easy gehen. Also mein Hunter war, wo ich, also Zwerg quasi, wo ich das. Das ist zu weit entfernt. Alle dazu gemacht habe, war ich so 3,50 rum. Der ist 3,55. Das müsste schon gehen. Ne? Also weiter müsste die Charge. Ich muss näher ran. Seht ihr jetzt, also die sind jetzt ja auch relativ schwach, die Viecher. Das geht ganz gut. Okay, also interessant, wir spielen jetzt quasi die Quest oder die Geschichte hier so ein bisschen von dem Angriff der Geißel nach. Der Wiederaufbau schreitet voran. Wann bin ich denn jetzt hier gestunt? Da, vom LK. Ah, der Arthas kommt da vorbei. Nicht schlecht. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ich mich die Gammelmops hier ansah. Wir okay. Haben viele Opfer gebracht. Aldiel Shalar. Okay, also müssen jetzt die zweite Gedenk... Ah, die ist da ganz unten. Okay, was ist denn am Wasser gewesen? Ich dachte, die Geißel hat hier nur über Land angegriffen. Achso, ja, okay, das muss ich ein bisschen austarieren. Dann stelle ich es wieder ein bisschen leiser, ja. Sorry. Okay, dann mache ich es auf 9. Gut. Ja, ich hab's ein bisschen leiser gemacht. Das ist halt immer ein bisschen schwierig zwischen den... Warte mal, dann mache ich das hier mal auf 11 oder so. Dann müsste es hoffentlich gehen. So, wir müssen jetzt runter und quasi das nächste Gedenkding anzünden. Mal gucken. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Geißel ist nicht mit irgendwelchen Schiffen oder irgendwas gekommen. Ich glaube, die sind straight. Du siehst ja hier diesen Verseuchungsding, ne? Der geht ja einmal hier durch. Einmal komplett durch und zwar nicht nur bis hier, sondern sogar hier bis nach... Obwohl, eigentlich brauchten sie schon Schiffe, ne? Weil wie bist du sonst auf die Insel gekommen? Oder hat Arthas so den Chainer-Move gemacht und das Wasser, ne, komplett gefroren? Können wir da alles... Ja gut, er haut auch noch mit drauf, ne? Das kriegen wir hin. Hol mal ein bisschen was zusammen. Ich fand auch damals diese Architektur von diesen Elfen-Dingern relativ cool gemacht. Ist mal einfach so das viele Runen, wie es geht. Entfernt. Ja, ich habe mit dem gar nicht die Bombe geskillt, sehe ich gerade. Ne? Die ist noch ein bisschen besser. AE-technisch, aber naja, wir kriegen sie auch so da an die Viecher. Habe ich ja den Breath, den ich jetzt gerade gewastet habe. Also jetzt müssen wir anscheinend hier nur ein paar Geister killen. Ein paar gequälte Seelen. Ich musste erst etwas anvisieren. Ich grüße euch im Namen Silber. Frag mich hier, ob irgendwas... Und jetzt muss man die Flamme... Ach, hier haben wir sie, okay. Entzünden wir die Flamme. Silvanas war die Beschützerin unseres Königreichs. Hätten sie und ihre Waldläufer Arthas nicht heftigen Widerstand geboten, würde unser Volk nicht mehr existieren. Sie hat ihr Leben gegeben, damit genug von uns entkommen konnten, um unser Königreich wieder aufzubauen. Als Arthas sie als Banshee wieder auferstehen ließ und gegen Kel'Thalas schickte, brach uns das Herz. Ich war nicht immer einer Meinung mit Silvanas, aber ich werde ihr Opfer nie vergessen. Sie war die Waldläufer-Generalin von Silbermond. Nichts wird jemals etwas daran ändern. Die Pracht des Immersangwalds wird überdauern. Es ist interessant, dass man da die Story noch so ein bisschen niemals mitkriegt. Finde ich ganz gut. Soll ein König in Silbermond herrschen. Okay, deswegen haben wir das angezündet, wegen Silvanas als Generalin der Waldläuferin. So, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Ah, okay, ich dachte mir schon, dass wir jetzt Zeuge vom Untergang von Silvanas werden müssen. Jetzt müssen wir einmal nach hinten, und zwar hier hin. Schade, dass wir hier nicht so eine Pfeife haben, ne? Da wären wir ein bisschen schneller unterwegs. Jetzt muss ich das natürlich alles hier quasi per Mount abreiten. Man wird natürlich ein bisschen faul und verwöhnt, ne? Also seit ich diese Pfeife habe, denke ich mir, wenn ich so ein Low-Twink-Level, das wäre auch schon ziemlich nice, das im Low-Level einsetzen zu können. Und ich wäre dafür, dass man ein Heirloom-Item erspielen kann, ne, so eine Pfeife. Man soll irgendwas machen, was schon ein bisschen anspruchsvoll ist. Also man soll sie sich nicht einfach nur für Gold kaufen können, sondern sagen wir, ja, man muss halt irgendwas Spezielles machen oder muss irgendwie 10 Chars auf Max-Level spielen oder so. Dass man sich das halt wirklich irgendwo verdienen muss. Und dann kriegt man so eine Pfeife, die quasi
ein Heirloom-Item ist, was man hier einsetzen kann, oder es kann auch ein Toy sein, ist ja wurscht eigentlich, was man halt dann accountweit einsetzen kann. Und, weiß ich nicht, 5-10 Minuten Abklingzeit, wo man dann so eine Art 5 im Low-Level hat. Würde ich cool finden, sowas, so als kleines Goodie. Das ist jetzt nichts, was dir krass hilft, aber das wird das Leveln halt ein bisschen beschleunigen nochmal. Mal gucken, vielleicht machen sie irgendwann mal sowas, ne? Irgendwann kommt bestimmt auch so ein Low-Level langsames Flugmount, so ein Bodenmount gibt's ja schon. Weil diese Flugkarten, das ist ja, geht ja, schlägt dann die ähnliche Kerbe, ne? Da müssen wir wirklich weit reiten. Wären wir lieber geflogen? Ich bin jetzt gerade am gucken, das ist hier, ne? Da ist ein Ding. Shit, ich wäre lieber geflogen. Ich glaube, das wäre schneller gewesen, ne? Kann das sein? Warte mal, das Zeug ist nur da, weil ich hier das Event gestartet habe, oder? Siehst du das? Ich glaube, diese Eisdinger sind sonst nicht da. Die Mobs sind immer da, ne? Aber diese Eisdinger, das ist, glaube ich, hier von dem Event. Baladash, ist ja eigentlich cool, dass das alles hier verändert. Und hier, das wusste ich nicht, dass er seine Untoten missbraucht hat als Brücke, okay. Aber das ist, also, an das kann ich mich nicht mehr erinnern, aber hier rüber, das ist schon weit, ne, da brauchst du viele Untote. Gut, er hatte halt Frostwürms, ne, ich kann mir halt auch vorstellen, dass er mit einem Frostwurms rüber geflogen ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob er Schiffe irgendwie hatte. Obwohl, irgendwie muss er ja Schiffe haben, weil irgendwie ist er dann nach Norden auch gekommen, ne. Von dem her, ja, es ist schon ein bisschen her, seit ich die Kampagne gespielt habe, ne? Also so ein... Ich wollte eh schon mal das mal wieder auffrischen, mal wieder die Kampagne durchbasteln und das dann halt auch aufnehmen. Und dann kam halt kurz danach, wo ich mir überlegt habe, das muss ich irgendwann mal machen, kam halt diese Ansage mit dem Warcraft 3 Reforged und dachte mir, ja, passt ja wunderbar, dann kannst du es gleich in der guten Grafik auch spielen. So, hier haben wir Sylvanas, oder? Ihr da, Weltenwanderer, bemannt eine Balliste. Gebt den flüchtenden Zivilisten Deckung. Die hat damals schon so ein bisschen eine nervige Stimme, kann das sein? Ich muss näher ran. Wir pullen alle zusammen. Das ist zu weit entfernt. Okay. Oder halt doch nicht, dann breffen wir halt einfach so rein. Ich brauche ein Ziel. Ach shit, ich muss die gar nicht töten. Ach fuck, ich bin ein Kacknoob. Ja gut. Ja, scheiße, jetzt habe ich die ganzen Untoten schon getötet und, ja, gut. Ist übers Wasser gegangen, okay. Aber die Untoten müssen ja auch dazu. Also ich hätte jetzt halt gedacht, ne, Arthas hier mit Eis und allem, dass er vielleicht das Ding auch zufrieren konnte, so halt diesen Chainer-Move, wie sie es jetzt auf dem Boot gemacht hat. Weil die Cars haben ja übers Wasser gehen, ne? Das würde ja passen, diesen frostigen Faden oder wie das heißt. Ne? Also das würde ja schon passen. Ironisch wäre, wenn man die Questreihe als Blutelf DH spielt. Oh, kommt jetzt ein Video? Nehmt sie! Lauft! Irgendwann habe ich das schon mal gesehen, aber jetzt weiß ich endlich, wo es in-game ist. Ja, nice. Als Lord das ist schon gut gemacht. So, wo sollen wir ihn jetzt treffen? Ah, eine City weiter quasi. Die hätten halt viel lieber quasi den Kinofilm über hier Arthas und Konsorten machen sollen und halt nicht jetzt
quasi hier über dieses Anfangsthema mit dem Portal und dem Ganzen. Hätte ich interessanter gefunden, aber gut. Ne? Was ist das für eine Quest? Das ist bestimmt auch wieder eine Low-Level-Quest. Kann ich die mal ausblenden? Niedrigstufige Quest, die blenden wir mal aus. Der Sieg ist nahe. Tod allen Widersachern. Ah, der bringt mich jetzt nach Quell der Last, der Typ. Naja, wenigstens gibt's hier ein bisschen Flugsupport, ne? Wobei, das gab's bei der anscheinend bei der Zwergenquest-Reihe auch. Bloß hab ich Gims nicht gesehen und bin quasi per Hand nach Uldua geflogen und so. Also, naja. Oh, ich habe jetzt die Zwergenquest-Reihe ein bisschen gespoilert. Aber da geht's was. Da hat's was mit Uldua zu tun. Ja. An der Stelle. Ja, ja. Da habe ich mich noch aufgeregt hier. Alles muss ich selber laufen und hin und her und hat irgendwie nur CD auf den Ruhestein. Okay, aber das haben sie gut gewählt hier bei den Blutelfen, dass man quasi den Einfall der Geißel mitkriegt, ne? Dass man den Geschichtsstrang nochmal so hat. Weil im Prinzip hast du das ja nur am Rande in WoW. Ne? Die ganze Geschichte darum spielt ja in Warcraft 3 schon vor dem WoW rauskam. Gut, man hat einiges auch mit hier in dem Gebiet, ne, nacherzählt und auch mit HDZ und so Story-Sachen, aber so die großen. Das Ende. Die letzte Barriere fällt. Schau, aber da, ich sagte doch, dass da Frost ist. Hast du gesehen? Arthas hat da Frost gebastelt. Weil das ist halt schon weit. Keine Ahnung, wenn du das halt, diese See, schau mal, wie tief das ist, wenn du das mit Untoten pflastern willst. Da brauchst du aber Millionen der Untote. So viele Untote kriegst du gar nicht her. Siehst du das? Da hat der Jute schon einen auf DK gemacht und hier erstmal das Wasser gefroren. Dachte ich es mir doch. Aber vielleicht war es in der Lore ein bisschen anders. Das kann natürlich schon sein. Und die Insel ist wahrscheinlich weiter. Oh, schon mal, die Insel erkundet. Ist wahrscheinlich sogar weiter weg, als es eigentlich ist. Weil das ja erst später dazu kam, ne? Eigentlich war die Welt hier oben abgeschnitten und das war ja nur so ein Zusatzding. Ach ja, ganz ehrlich, an die Insel erinnere ich mich sehr, sehr gern zurück. Das hatte irgendwie so ein episches Feeling hier damals. Ich weiß auch nicht, Quell der Nass, du musstest hier noch weiter progressen. Du hast quasi ein Gebäude nach dem anderen freigespielt, ne? Und das ging, war dann, glaube ich, auch serverintern. Du hast dich auch so ein bisschen mit anderen Servern dann gemessen, wer schneller war und das Zeug freigespielt hat. Das war, da habe ich noch echt gute Erinnerungen dran. Ne? Also, diese Insel, obwohl sie eigentlich jetzt nicht so groß war, aber das hat sich irgendwie episch angefühlt. Eigentlich ist es jetzt auch nicht viel ein besseres System als andere, aber es hat sich für mich zumindest episch angefühlt, weil du so ein Haus nach dem anderen freigespielt hast und immer weiter vorgedrungen bist, ne? War schon cool, definitiv. Halten besser als manche andere Sachen. Rix, hey, grüß dich. So, jetzt müssen wir die letzte Flamme entzünden. Ach, die ist hier in der Mitte. Schauen wir mal, was da kommt, wenn wir die letzte Flamme entzünden. Tausende Jahre lang bedeutete der Sonnenbrunnen meinem Volk alles. Arthas fügte uns eine tiefe Wunde zu, als er ihn entweihte. Mein Glauben war gebrochen, als Silbermond fiel. Ich vergaß, wer ich war. Doch durch die Gnade des Lichts fand ich Erlösung, bevor es zu spät war. Möge uns dieses Monument daran erinnern, was es heißt, Sindorei zu sein. Auf dass all unsere Taten jenen Ehre erweisen, die uns vorausgingen. Egal wie viel Schmerz wir durchleiden, wir geben die Hoffnung nie auf. Und wenn Finsternis droht, blickt immer zur ewigen Sonne. Ich schulde nur dem Licht Rechenschaft. Ich bin die Klinge des Lichts. Wie? Muss ich da jetzt ganz hinterreiten? Mach doch nicht sowas mit mir. Komm, jetzt sag mir bitte, du stellst Anaria mir einen Greifen. Schula. Nö, okay. Bringt die Laterne auf die Süde. Ach, shit, okay, ich darf da hinreiten. Da steht nichts da drin, dass ich da anders hinkomme. Ah! Aber gut, ich muss nur innerhalb der Insel reiten. Du musst da halt ganz außen jetzt um den Komplex rum. Ja, super. Da hätten sie mich auch hinfliegen können, ne?
Aber ich muss sagen, ich finde bis jetzt die Blutelfen-Questreihe cooler als die von den Zwergen. Die von den Zwergen war schon auch cool, ne? Da hast du so eine Rüstung zusammengebastelt und alles. Aber die hier hat für mich jetzt schon mehr Story-Elemente drin. Das finde ich schon besser. Ist es so, vergisst du dann auch, wer du bist. Ah, jetzt kann ich da ganz hinterlaufen, ne? Das dauert halt wirklich ewig. Und hier ist ja diesen großen Grubenlord drin. Wie ist er? War das Brutalos? Jetzt muss ich mal gucken. Es ist schon so lang her mit Sunwell. Burning Crusade, Sonnenbrunnen. Ja, Brutalos war. Kaligos, Brutalos, ne? Und dann hast du dann den Teufelsdrachen, ja? Und Muru, der war der, der quasi alle aufgehalten hat damals. Lang ist her. Damals gab es auch noch coole Sets hier. Ah, ich weiß nicht, irgendwie hat so im Laufe der Zeit das Ganze so an Epicness, wenn es ein Wort ist, verloren. Weil, wisst ihr, was ich meine? Das Gameplay ist nicht unbedingt besser oder schlechter geworden, sondern so dieser Epicness-Faktor, der ist irgendwann so ein bisschen leider verloren gegangen. So, jetzt schauen wir mal, was hier noch ist. Das ist weit genug, Prinz Arthas. Euer Vormarsch endet hier. Anna Allah Belore! Für eure Taten sollt ihr brennen! Ach, kämpfen die jetzt hier mit Schwertern gegeneinander? Was ich mir hier reinstelle? Okay, nicht viel. Na komm, mach hin, der Junge. Achso, muss ich den hier töten? Ah! Ich bin außer Reichweite. Ich dachte mir jetzt, ich müsste es mit angucken. Ah, super. Das erste, was passiert, erstmal hier, ne? Erstmal hier in Stun rein. Komm, dich breath mal weg. Ich bleib in der Void stehen. Passt schon. Was ich gerade mache, ich spiele gerade die Story-Quest-Reihe hier, ne? Um die Blutelfen, um meinen Transmog zu bekommen. Ich habe jetzt gedacht, ich muss da zugucken, was da passiert, ne? Aber du musst hier einfach den Typen umboxen. Ach, das ist zu weit entfernt. Dem Breath können wir nicht entkommen, aber als Tank ist es eh wurscht, ne? Ich muss näher ran. Ah, wenigstens bin ich diesmal nicht gestunt worden. Das ist doch schon mal was. Das kann ich nicht angreifen. Vielleicht wart ihr früher ein Kämpfer. Doch jetzt flackert euer schwaches Lebenslicht. Ein Licht, das ich nur zu gern auslösche. Dann mach mal. Das ist immerhin der habe König, ich eine ne? Seele, abscheuliches Monster. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ja gut. Er ist jetzt hat er dann gekillt. Jetzt muss ich zurück, oder? Ja gut, da ist er hops gegangen. Arthas hat ihn umgeboxt. Der heißt hier auch Sonnenwanderer, ne? So heißt ja quasi auch Kel'Thas. Ich kann mir vorstellen, dass das der Vater von Kel'Thas ist. Und dass deswegen Kel'Thas ein Prinz ist, weil er eigentlich der nächste König gewesen wäre. Mal so als grobe Schätzung. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das könnte schon so hinkommen. Und Kel'Thas haben wir ja einmal in FDS und einmal hier in TDM, also Terrasse der Magister und Festung der Stürme sind die beiden. Und wenn ihr die Warcraft-Kampagne gespielt habt damals, hast du ja die Geschichte, wo er am Anfang noch bei der Allianz ist und dann irgendwann hier mit Illidan am Losziehen ist, ne? Weil ich mich immer frage, wenn er eigentlich der Prinz dann, ne, Prinz Kel'Thas, also quasi der Erbe hier von den Blutelfen im Königen ist, dann müsste es, kann ich da zwischendrin durchlaufen? Moment. Nee, das wird nicht funktionieren, ich muss bestimmt außenrum. Dann frage ich mich immer, da gibt es immer so einen komischen General, der ihn rumbefehlt. Eigentlich müsste er noch dann höher sein als der, aber naja. Fragen über Fragen. So, und wir müssen jetzt einmal zurück das abgeben und dann gucken wir mal, ob wir dann schon am Ende von der Story sind oder ob da noch mehr kommt. Nee.
Jetzt gibt es dann noch einmal Gold. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt noch in die Raid-Instanz rein müssen. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Mein Gott, wie lange ich damals hier Dailies gemacht habe, ne? Das war immer so eine Aktion hier. Vor allem, Jobs waren im Verhältnis relativ stark. Also du hast hier auch gut aufs Maul gekriegt. Du konntest ja nicht den ganzen Bums zusammenpullen. Also, was ich mir für ein Transmog farm, das ist quasi das Heritage Armor von den Blutelfen. Das ist die Quest, die ich gerade mache. Des Lichts. So, schließ das Szenario ab. Aha. Ich dachte es mir doch schon fast. Ach, und schau mal an. Ich muss in den Sonnenbrunnen rein und das ist ein Szenario. Hab ich's mir nicht fast schon gedacht, dass das so sein wird? Ich hab's nicht vorher gewusst, ne? Das war jetzt eine Mutmaßung, aber es war absehbar. Mal gucken, was das für ein Szenario ist. Jetzt bin ich echt gespannt. Oh. Also es ist auf jeden Fall nicht der normale Sonnenbrunnen, weil jetzt hier der BFA-Ladebalken kommt. Ich bin direkt oben da, wo Kel'Jaeden ist. Okay. Wo muss ich denn hin? Muss ich nach vorne, nach hinten? Also hier ist zu. Ah, hier muss ich erstmal wieder was erleuchten. Hier ist der Raum, wo Muru ist. Siehst ja kaum hier das Ding. Oder eigentlich war, ne, Muru? Okay. Jetzt ist hier das Ding aufgegangen. Ah, da kommen die Untoten. Okay. Ich bin außer Reichweite. Muss ich doch hier raus. Halte die Stellung. Ja gut, machen wir das mal. Das ist zu weit entfernt. Halten wir mal die Stellung gegen die Geißel. Ach, die Elfen, oder? Reichweite. Ah doch, okay, dann kämpfe ich hier, wenn die nur mit draufhauen. Wahrscheinlich ist der Spawn daran getriggert, wie schnell die Mobs sterben, kann ich mir jetzt vorstellen. Ich muss näher ran. Nicht, dass man neu überrannt wird, ne? Na gut, der Counter geht ja relativ gut hoch hier. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Na, siehst du, da stirbt einer, dann spawnt instant ein neuer. Ich brauche ein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Da hinten eigentlich. Irgendwas ist da. Das kann ich nicht angreifen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Ich dachte mir gerade, was ist denn da für ein Häuser da hinten? Ne? Aber da steht Arthas, der wartet so ein bisschen, schaut zu, was seine Lakaien da so am machen sind. Da eigentlich wieder ein bisschen reinziehen. Dass meine Typen mit draufhauen. Das brauchen wir mal. Bürger von Kel'Thalas, ich habe euch hinreichend Gelegenheit zur Kapitulation gegeben. Doch ihr habt euch geweigert. Somit bringt der heutige Tag das Ende eures Volkes und seines alten Erbes. Ich muss näher ran. Ich frag mich ja, was passiert, wenn der bei mir dort ist, ne? Der hat so eine komische Aura um sich rum. Was macht die? Okay, ja gut. Die killt mich instant, die Aura. Das ist zu weit entfernt. Na gut, das hätte man sich denken können. Ich muss näher ran. Ja, aber das ist halt ein fucking Caster. Kann der da mal rauskommen aus der komischen Arthas-Aura? Ich bin außer Reichweite. Okay, also Arthas grillt einen instant. Ja, gut. Gut zu wissen, ne? Jetzt wisst ihr Bescheid, was passiert hier. Okay, das grillt einen auch ziemlich. Okay, jetzt müssen wir mal serious spielen hier. Das ist zu weit entfernt. Der haut ganz gut raus, ne? Also hier kriegt man echt aufs Maul. Jetzt hat er seine Leuchteaura ausgemacht, anscheinend. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Der Tod selbst kommt und fordert das hohe Heim der Elfen. Arthas metzelte unsere letzten Streitkräfte nieder und ließ Kel'Thuzad im Sonnenbrunnen als mächtigen Lich auferstehen, was den Brunnen unwiederbringlich verdirbt. Und so wie es für sich unser Volk wäre bald demselben Schicksal erlegen, da wir weiter an seine Magie gebunden waren. So entschied Prinz Kel'Thas schweren Herzens, den Sonnenbrunnen zu vernichten. Die Zeit ist gekommen. Möge das Sonnenlicht uns bis zum bitteren Ende leiten. Ja. Kanonendonner. Die Amani sind an der Küste gelandet. Wir müssen uns beeilen.
Streckt genug Untote nieder, um uns eine Bresche zu schlagen und überlasst den Rest den Trollen. So gewinnen wir etwas Zeit. Der Sonnenbrunnen. Was hat er bloß getan? Die Seele unseres Volkes ist nur noch ein entweihter Quell der Verwesung. Und mit jedem Sonnenaufgang wird es schlimmer. Liadrin, bewacht den Eingang. Lasst niemanden passieren. Ich muss näher ran. Wir halten die Stellung bis zum bitteren Ende. Selama Ashal Anore. Ich bin außer Reichweite. Genau, das machen wir. Folgt auf geht's. Mir. Beschützt die Magister mit eurem Leben. Wir müssen den Sonnenbrunnen erreichen. Jetzt ist die Frage, er hat was von den Amani-Trollen gesagt. Ne? Eigentlich sind ja die Elfen hier, also die Blutelfen und die Amani-Trolle Feinde. Jetzt ist die Frage, ob sie die Trolle jetzt die Gelegenheit nutzen und quasi dann genau angreifen, wenn die Elfen oder die Blutelfen besser gesagt hier am Boden sind. Oder ob es so ist, dass die Amani-Trolle sehen, okay, die Geifs ist die größere Bedrohung und hier mithelfen. Ne? Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil danach waren sie ja wieder bittete Feinde, von dem her, da sind's noch, ne? Die Amani-Trolle und die Blutelfen. Müssen das halt hier alles auch Elite-Mobs sein, ne? Es dauert halt auch eine Weile, die umzuboxen. Müssen wir uns da unten. Vor allem die helfen mir jetzt ja auch nicht, weil die da hinten stehen geblieben sind, die das scheiß kann ich hier. Nicht angreifen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Jetzt machen wir hier mit hier. Ich glaube, ich habe ihn verbuggt. Ich muss ihn eigentlich eskortieren, ne? Steht da einfach nur rum und macht gar nichts. Ich musste erst etwas anvisieren. Ach, jetzt läuft er los, ne? Nachdem wir alle gekillt haben. Vielleicht hätte ich nicht vorlaufen sollen. Das war, glaube ich, jetzt der Fehler an der Geschichte. Komm. Das ist zu weit entfernt. Also, wenn, dann habe ich den Typen verbuggt oder er ist ein faules Stück. Weißt du, ihr, der mächtigste Feuermagier, ne? Und macht einfach gar nichts. Ich muss näher ran. Danke, dass du uns ich so gut hilfst. Ich bin aus der Reichweite. Ah doch, jetzt hier. Ach, jetzt macht er Auto-Hit. Siehst du das? Was ist denn mit dir? Nicht, dass das bei uns im Raid auch noch anfängt, dass die Mages mit der Faust draufhauen. Der hat da nicht mal einen Stecken oder was in der Hand. Ach doch, jetzt ist er am Casten, okay? Jetzt legt er voll los. Jetzt legt er voll los. Muss ich nur ein bisschen hier, ne, über ihn aufregen, dann geht das. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ja, gut, okay, jetzt macht er wieder ein bisschen Melee-Hits. Aber zumindest die anderen, ne? Die casten hier voll mit. Ziel. Die sind voll dabei. So, jetzt will ich einmal Schatzschleife haben. Wenn wir schon so einen Hund umhauen. Jetzt gegen Kel'Thas auch noch kämpfen gegen Kil'Jaeden. Na? Ah, okay. Da wartet er wieder, bis die Viecher rauskommen. Ich bin außer Reichweite. Chill wieder nur rum. So ein Gammler. Ich muss näher ran. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, ich pull gleich alle raus, die da drin stehen, aber dann buggt er wahrscheinlich wieder, deswegen mache ich das jetzt lieber mal nicht. Ja, der eine rennt auch schon wieder weg. Naja, du darfst hier nichts vorpullen, ne? Sonst ist vorbei. Sonst verbuggt er. Ich habe mir jetzt schon gedacht, dass die Kampagne hier von dem wesentlich kürzer ist, aber so wie scheint, ist sie doch relativ lang, ne? Mit dem Szenario und allem noch. Ich brauche ein Ziel. Mal gucken, was da noch alles kommt, ne? Also, ich vermute ja, dass dann mal von jedem Volk quasi eine Questreihe geben wird. Das ist zu weit entfernt. Ja, da drin haben wir schon einiges liegen. In Knochenresten. Ich bin außer Reichweite. Komm, bist du nur im 4 mehr? Das ist zu weit entfernt. Ich glaube, ich mache da mal eine Rune drauf hier. Ne? Ich habe da auch so eine. Ach gut, er zieht mich wieder ran, perfekt. So, warte mal, wir haben doch hier verschiedene Runen. Sowas, können wir draufhauen. Da
Dann gibt es noch eine Stun-Rune und es gibt auch noch eine Silence-Rune. Die musst du aber, glaube ich, skillen, oder? Habe ich die geskillt oder rausziehen? Warte mal, so eine blaue gab es eigentlich auch noch. Ach komm, jetzt bin ich halt nur noch im 4. Hier, doch, die musst du gar nicht skillen. Ich habe die sogar. Ach, ich habe die sogar rausgezogen. Okay, dann gibt es jetzt erstmal hier eine Silence-Rune. Nee. Dich kicken wir. Ich musste erst etwas an dich sehen. Nicht mit mir, Freundchen. So, und jetzt? Machen wir ihn kaputt, oder was? Den Sonnenbrunnen. Die haben hier noch so Wandtattoos, ne? Siehst du? Da geht was. Ja, und was machst du jetzt hier? Einmal außen rum? Ah, okay. Jetzt tut sich hier was. Das Ritual scheint zu funktionieren. Magister, lasst euch nicht beirren. Oh, okay. So einen kennen wir auch. Ich dachte mir schon, was liegen da für Knochen da drin? Dachte mir schon, irgendeinen Boss müssen wir noch umhauen. What the fuck, was kriegen wir denn hier an Damage rein? Muss ich aber gucken, dass ich nicht wegrip. Komm. Vielleicht müsste ich den hinter eine Säule ziehen, weil ich krieg hier irgendwie ganz gut Schaden. Durch die Welle. Nee, da muss ich dich leider enttäuschen. Romath bringt uns in Sicherheit. Romath, das klingt irgendwie ein bisschen russisch. So, jetzt haben wir den zerstört, gereinigt. Wahrscheinlich zerstört, oder? Super. Die hat er weggeportet und ich darf hier... Jetzt die Quest hier abgeben? Nee, die da... Okay, das war die Endquest. Und schauen wir mal, ob sie noch was sagt. Das tragischste Kapitel unserer Geschichte. Folgt mir, Champion. Es wird Zeit, die Laterne zurück nach Silbermond zu bringen. War nicht die tragischere Geschichte die Vernichtung des, hier, nicht des Sonnenbrunnens, sondern hier dieser Quell, der in der Mitte der Welt war? Wie hieß denn der? Unser Volk wird nicht von Tragödien definiert, oder sowas, sondern davon, diese Tragödien zu überwinden. Aus der Asche der Vergangenheit schüren wir die Flamme der Hoffnung für die Zukunft. Quell der Ewigkeit, so hieß das Teil, was ich meine, weil die Blutelfen waren ja davor normale Elfen, ne? Und eigentlich gehört es ja dann auch zu deren Geschichte, wenn man es genau nimmt. Aber lassen wir das mal so stehen. So, jetzt geben wir das hier ab. Es ist mir eine Ehre, euch das Ornat unserer größten Helden zu überreichen. Belono Silaru, Belore Dorai. Erhebt euch, Champion der Sindorei. So, da seht ihr das Transmog. Das sieht jetzt natürlich beim Dings... Schau mal, das wackelt hier sogar so. Wie so Stripperin mit so Dingspömpeln, wisst ihr? Aber lassen wir das. Seht ihr das hier? Das können wir jetzt transmoggen. Beim Demon Hunter sieht es ein bisschen blöd aus, weil die Hörner noch oben raushängen. Aber an sich ein echt cooles Transmog. Jetzt schauen wir mal. Ich brauche das Jack, glaube ich, zum Transmoggen. Vorlage hier... Ah, schau. Jetzt brauchen wir erstmal einmal das Jack. Jack, und zwar das hier. Da ist nämlich ein Transmog-Typ drauf. Und dann schauen wir mal, dass wir uns das einmal basteln. So, Sets. Hier haben wir's. So. Jetzt sollen wir uns noch eine schöne Waffe dazu basteln. Warte mal, kann man... Eigentlich habe ich ja zwei Einhandwaffen, ne? Dann könnte ich mir... Kann ich mir diese Dings holen? Es gibt doch... Was sind das? Ist das Kriegsgleven? Könnte ich mir natürlich auch so Gleven bauen. Aber die haben doch auch so Gleven, oder? Sowas wäre ganz cool, wenn ich mir holen könnte. Jetzt nee, übernehmen wir einfach mal das erstmal. Ist ja wurscht. Und ich schau mal kurz nach beim Transmog, ob es da auch so hätte so Gleven gibt. Kann man das nicht irgendwo hier gucken? Gegenstände? Na gut, viele Gleven gibt es da gar nicht. Sowas wird vielleicht passen, ne? Gut, die anderen Sachen... Ne, Faustwaffen sind's nicht.
gut, die wären vielleicht die von Kiltast oder Schwerter. Ob da sowas, weißt du, wie die Wachen, dass man so ein Zeugel hat. Ich weiß jetzt nicht, was das genau ist. Naja, Schwerter sind es eigentlich auch nicht, ne? What the fuck, gibt's wieder Schwerter? So ein Laserschwert hätte auch was. Ja, aber Exe, nee, Exe sind sich. Nee, ich glaube, ich nehme so Gläven dazu. Schauen wir mal, was wir da so haben. Die passen eigentlich schon zumindest etwas dazu, würde ich mal sagen. Gibt's die abgespeckte Version? Ja, ja, also das passt jetzt nicht so hundertprozentig, ne? Aber so in etwa würde das dazu passen. Das ist jetzt so das Beste, was ich finden kann. Ach, die kannst du auch gar nicht dingsen. Achso, da hast du auch gleich schon beide quasi transmogged, wenn du das drin hast. Okay. Ja, also, ne, ist jetzt nichts hundertprozentiges, aber zumindest so halbwegs passen sie. Und wenn ich die jetzt hier nimm, die sind auch so hinten, ja. Warte mal, so. Oh, warte mal, hier die falschen Tasten. So sieht er jetzt quasi aus. Finde ich ein ganz gutes Ding. Gut, als Demon Hunter hast du die Hörner halt hier oben und hast den Kopf nicht gescheit, aber soweit auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Transmog, ne? Sieht halt so ähnlich wie diese Wachen aus. Aber ich habe die coolere Version, ne? Hier, die besseren Schultern. Ich bin quasi so eine Art Hauptmann oder sowas. Gut, jetzt sind wir am Ende angelangt. Wir haben unser Transmog zusammengefarmt. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht gibt's demnächst noch von mehr Rassen die Transmog-Dinger. Wenn ihr das Zwergending noch nicht gesehen habt, schaut da gerne rein, werde ich euch verlinken. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.